Magst du Interaktion mit deinem Publikum? Dann bist du bei mir genau richtig, denn ich bin ein großer Freund der Interaktion. Gerade bei längeren Vorträgen, die also 5 Minuten oder länger dauern, dann ist eine Unterbrechung, ein Stilbruch immer gut. Und eine meiner Lieblingsaktionen, die ich gerne mache, ist Umfragen. Also wirklich Umfragen, egal ob live oder online. Ich setze Umfragen einem Publikum. Aber eins kann ich dir sagen, was ich nicht mache. Und das sehe ich bei manchen Speakern exzessiv, dass sie in den Vortrag auf die Bühne kommen und sofort fragen: Hey, wer von euch macht das? Wer von euch ist hier? Wer von euch ist dort? Und sie stellen Fragen, 3, 4, 5 Fragen hintereinander, ohne Sinn und Verstand. Nur weil ihnen irgendein Trainer gesagt hat: Hier, du musst mit dem Publikum interagieren und fang gleich am Anfang an, dann ist die Aufmerksamkeit am höchsten. Ich bin anderer Meinung. Ich sage, am Anfang geh in deine Story rein, erzähl auf jeden Fall was Interessantes, ja. Das Publikum soll sich aber erstmal zurücklehnen, soll sich ein klein wenig kennenlernen. Dann nach 1, 2 oder eben auch 5 Minuten kannst du auch Umfragen mit einbringen. Und da bist du ganz frei, ob du eine offene Umfrage machst, das heißt einfach mal die Hand hebst. Wer von euch ist der Meinung das? Und hebst dann beispielhaft die Hand und andere im Publikum, die der Meinung sind, werden dir folgen. Und wenn du dann andere Fragen stellst, werden auch andere Hände hochgehen. Aber eben nicht von Anfang an. Und die andere Möglichkeit, und das nutze ich sehr gerne, ist, dass ich Online-Tools nutze, also Slido, Menti oder andere. Die haben natürlich auch Umfragen bereitgestellt. Das sind schöne Plattformen dafür, wo du Fragen vorbereiten kannst. Das Coole daran ist, wenn du einmal das Ergebnis hast, wenn das Publikum sich beteiligt hat, dann kannst du die Daten speichern und kannst damit auch in Zukunft arbeiten. Und das mache ich in meinen Trainings und auch in meinen Speakings, dass ich mit anderen Umfragen aus der Vergangenheit vergleiche oder auch mit offiziellen Umfragen von Statista und anderen, dass ich sage, hier, ihr seid ein repräsentatives Publikum, ihr habt genau die gleiche Meinung von der Tendenz wie andere oder bei euch sieht es anders aus, ihr habt da eine ganz besondere Meinung. Beispiel für Online-Umfragen, ich nutze hier gerne Slido, das heißt hier kannst du sehen, ich habe mehrere Antwortmöglichkeiten vorbereitet. Das Publikum kann jetzt hier bis zu 3 Antwortmöglichkeiten auswählen und dann sehe ich direkt, wie sich die Balken verändern. Also wenn das Publikum dann mal mit den Antworten anfängt und das ist natürlich ein visueller Effekt für das Publikum auf der Leinwand oder natürlich eben online, dass sie sehen, oh, da ist eine Bewegung drin. Und wo bin ich denn? Bin ich Teil der Mehrheit oder habe ich eine besondere Meinung? Und warum? Ja, also das Publikum fiebert da bis zu einem gewissen Grad, gerade bei solchen Umfragen mit. Und das macht sehr viel Spaß und bringt auch viel Abwechslung. Was du darüber hinaus tun kannst, also nicht nur mit den Umfragen aus anderen Ergebnissen vergleichen, sondern eben auch 1, 2 Leute aus dem Publikum direkt befragen, wer war denn der Meinung das? Und vielleicht melden sich da Freiwillige, die wieder eine Antwort geben, nochmal ausführlicher, persönlicher und wieder hast du eine Interaktion. Also, ich bin ein großer Freund von solchen Umfragen, aber eben nicht exzessiv, sondern genau zielführend mit Mehrwert für dein Publikum. Darum geht es am Ende. Was kannst du noch machen, um mit dem Publikum zu interagieren? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir bleiben mal hier bei den Umfragen, aber du kannst natürlich auch direkt immer Fragen, Interviews mit einbauen in den Vortrag. Das als eine von vielen Möglichkeiten. Wie interaktiv gehst du mit deinem Publikum um, wenn du sprichst, wenn du eine Präsentation hast? Da bin ich gespannt auf deine Erfahrungen, deine guten und vielleicht auch manchmal nicht so guten Erfahrungen. Tausch das gerne mit mir aus. Ich freue mich auf deine Antwort und auf die Interaktion mit dir. Ja? Ansonsten bleibt mir zu sagen, für mich ist das Motto: Präsentation ist Faszination. Alles Gute!